Liebe Schweizerinnen und Schweizer, in den letzten zwei Jahren hat Corona unser Leben geprägt. Aber andere Krankheiten sind nicht verschwunden, zum Beispiel Malaria. Diese Krankheit ist ein Massenmörder und immer noch weit verbreitet. Allein im Jahr 2020 sind 627.000 Menschen daran gestorben. Und noch immer stirbt jede Minute ein Kind an Malaria. Die Schweiz macht sich stark, damit dieser Wahnsinn endlich ein Ende hat. Wir machen uns ein aktuelles Bild der Lage. Unser Außenreporter Marcel Biri ist für uns vor Ort in Afrika. Dort ist das Epizentrum dieser Geißel der Menschheit. Hallo Marcel, wie ist die Situation in Afrika? Marcel, hörst du mich? Die Verbindung ist gerade schlecht. Hörst du mich? Ja, hallo Christa, ich höre dich. Wie ist die Lage in Afrika? So sieht es da am Tag aus. Aber diese Idylle wird in der Nacht von Moskitos heimgesucht, wo Malaria übertragen können. Bist du wirklich in Afrika? Wie stark ist Afrika betroffen? Leider sehr stark. Es gibt pro Jahr immer noch 241 Millionen Malaria-Fälle weltweit und davon sind 95% in Afrika zu beklagen. Das besonders Tragische daran, 80% der Toten sind Kinder im Alter von unter 5 Jahren. Dabei wäre es eigentlich möglich, Malaria zu verhindern und zu behandeln. Das auch dank dem Schweizer Engagement. Und wegen dem haben wir in den letzten 20 Jahren über 10 Millionen Menschenleben retten. Aber es gibt noch viel zu tun. Marcel, die Hütte ist ja menschenleer. Mir kommt dein Afrika irgendwie bekannt vor. Wo bist du genau? Ja, Christa, du hast mich verwünscht. Ich kann mich nicht mit Malaria anstecken und Afrika ist mir definitiv ein bisschen gefährlich. Wegen dem bin ich da halt im Zoo. Mich konntest du nicht reinlegen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht. Warum aber diese Malaria-News? Die furchtbare Krankheit ist nämlich in der Schweizer Presse keine einzige Schlagzeile wert. Und wegen dem ist es jetzt an der Zeit, selber Schlagzeilen zu schreiben. Sie seien eine Sondersendung der Swiss Malaria Group und bleiben Sie gesund.